Erfreuliches gibt es nun aus dem Lager von Dynamo Dresden zu berichten. Denn genau 6 Monate nach seiner Kreuzbandoperation ist nun Stürmer Pascal Testroeth ins Mannschaftstraining beim Fußball-Zweitligisten eingestiegen. Zuvor hatte der 27-Jährige die sportmedizinische Abschlussuntersuchung positiv bestanden, so dass der Angreifer wieder voll belastbar ist. Pascal Testroeth überglücklich über Rückkehr ins Training. Natürlich ist Pascal Testroeth noch ein gutes Stück vom Comeback in der 2. Bundesliga entfernt. Schritt für Schritt muss der 27-Jährige nun an die Mannschaft zurückgeführt werden. Nach seiner ersten Trainingseinheit mit der Mannschaft sagte der Stürmer, dass ich nach der anfänglich schockierenden Diagnose nach nur einem halben Jahr schon wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann, ist überragend. Die Ärzte und die Physiotherapeuten von Dynamo haben eine klasse Arbeit geleistet und mich in Bestzeit wieder fit bekommen. Ich bin sehr glücklich. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich. Am 30. Juli 2017 zog sich Testroeth den Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Der Vorfall ereignete sich im Heimspiel gegen den MSV Duisburg bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler. Dadurch war der 1:0 Erfolg der Sachsen etwas in den Hintergrund geraten. Dynamo Dresden. Pascal Testroeth nach Kreuzbandriss erstmals im Mannschaftstraining. Bewerte diesen Beitrag.